So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das zweite Video schon für heute. Aber ich habe eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Viele wissen einfach immer noch nicht, wann EA Access und die Web-App rauskommt. Also sprich Datum plus Uhrzeit. Ich bekomme, ja, das ist gerade wirklich die meiste Frage, die ich gestellt bekomme auf Instagram. Und deswegen dachte ich, komm, bringen wir ein kurzes Video raus. Kann sein, dass es nur 4-5 Minuten geht. Kurze Information, wann kommt die Web-App? Wann kommt EA Access? Und dann habe ich noch ein paar kleine News für euch, die ich so in meinen Videos noch nicht erwähnt habe, aber die auf jeden Fall wichtig sind zu wissen, auch fürs Traden. Wenn euch dieses Video am Ende weitergeholfen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne Like und Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Road to 10k, Jungs. Ich will immer noch dieses Jahr die 10.000 erreichen. So viel aber dazu. Ich will das Video jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Auf jeden Fall, wann kommt die Web-App raus? Ich beantworte erstmal die Frage, weil das eher kommt als EA Access. Und es ist schon am Mittwoch, Jungs. Ich weiß nicht, wann das Video kommt. Entweder Sonntag heute. Ich nehme das Video gerade hier am Sonntag auf. Entweder es kommt heute am Sonntag um 19 Uhr. Oder das Video kommt am Montag um 19 Uhr. Da bin ich mir noch nicht sicher. Kommt drauf an, wie mein Designer Zeit hat fürs Thumbnail. Weil er muss mir ein Thumbnail machen. Heute, wo Sonntag, wo ich das aufnehme, ist er im Stadion. Sollte er das Thumbnail heute Abend noch hinbekommen, lade ich es heute Abend noch hoch. Ansonsten lade ich es Montag um 19 Uhr hoch. Und ja, Jungs. Mittwoch, 19 Uhr, kommt die Web-App. Paints, woher weißt du das? Ist das ein Gerücht? Nichts Bestätigtes. Doch, ihr könnt einfach mal in Google schreiben EA, kommt auf die offizielle Webseite, geht dann unter Kategorie Web-App und dann kommt das hier, wenn ihr unter Web-App geht. Die Web-App startet in Kürze, glaube ich, müsste da stehen. Ich habe gerade das Bild nicht vor meinen Augen. Okay, hier habe ich es. Die Food-Web-App und weitere FIFA-Web-Features sind zurzeit Vorbereitung auf FIFA 20 deaktiviert und werden gewartet. Die neue Web-App startet am 18. September. Uhrzeit 19 Uhr. Warum 19 Uhr? Weil es jedes Jahr so war. Ich glaube, es gab es noch nie, wo es früher war. Letztes Jahr, weiß ich auf jeden Fall, hatten wir sehr, sehr viele Serverprobleme. Alle sind reingegangen, die EA-Webseite ist gecrashed. Und dann ging es irgendwie erst wieder ab 10:30 oder 11 Uhr abends. Ich probiere, wenn am Mittwoch die Web-App um 19 Uhr kommt, direkt noch die erste LTG-Folge rauszuhauen am Mittwoch. Ob ich es schaffe, ist die andere Sache. Kommt drauf an, ob bei EA alles gut funktioniert und ob man ja ganz gut reinkommt, sage ich mal, in die Server. Also in die Web-App-Server, nicht in die FIFA-Server auf der PlayStation. Wenn es alles gut funktioniert, sollte mein Video Mittwoch um 21, 22 Uhr vielleicht sogar noch online kommen. Müssen wir für die Web-App FIFA vorbestellt haben? Nein, müsst ihr nicht. Ihr braucht nur eure Origin, E-Mail-Adresse und Passwort anmelden und reinstarten. Dafür müsst ihr auch keinen FIFA vorbestellt haben. Oder sonst was, dafür braucht ihr kein EA Access, ihr braucht nur einen Origin-Account, wo ihr einmal auf jeden Fall schon in einen anderen FIFA-Teil, ja, drin wart. Also ihr könnt euch jetzt keinen komplett neuen erstellen, ich glaube dann steht da, starte erstmal FIFA 20 auf der PlayStation, um ja zur Web-App Zugriff zu haben. Wenn ihr euch fragt, wo sehe ich jetzt meine Origin, E-Mail und Passwort, ich weiß nur, du kannst deine E-Mail sehen, wenn du in FIFA 19 reingehst unter Einstellungen, dann steht da Origin-Einstellungen und dann kannst du deine E-Mail sehen. Passwort kannst du nicht sehen, halt einen Kopf haben. Die E-Mail-Adresse kannst du bei FIFA 19 nachschauen. So viel dazu, Thema Web-Web abgeschlossen, Jungs. Mittwoch geht's los. Für mich gerade noch 3 Tage. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, nur noch 2 Tage oder auch noch 3 Tage. Mal sehen, wann ich das hochladen werde. EA Access kommt direkt einen Tag später an dem Donnerstag. Was jetzt aber für ein Gerücht rumgeht, dass letztes Jahr auf der Xbox EA Access auch einen Tag früher online ging. Ob das jetzt stimmt, ich habe nichts Bestätigtes gelesen, haben nur Leute auf Twitter gepostet. Habe ich random gelesen, als ich ein bisschen runtergescrollt bin. Aufgefallen, dass es einige geschrieben haben, dass man vielleicht sogar einen Tag früher Zugriff hat. Also es kann sein, dass ja Web-Web gleichzeitig mit EA Access online geht um 19 Uhr. Aber ansonsten sollte sowas nicht passieren. Dann startet EA Access Donnerstag um 17 Uhr. Nicht um 19 Uhr, sondern um 17 Uhr. Ihr habt 10 Stunden Spielzeit. Auch dafür müsst ihr FIFA 20 nicht vorbestellt haben. Ihr müsst nur EA Access abonnieren. Das Ganze könnt ihr machen für einen Monat, für 3,99 €. Wie es genau geht, ich glaube FIFA Olds, das hat dazu wirklich ein sehr, sehr gutes Video gebracht. Kann ich euch nochmal in der Beschreibung verlinken, checkt es ab. Und ja, wenn ihr EA Access abonniert habt, Jungs, geht ihr um 17 Uhr, 16 Uhr in EA Access rein Donnerstag und könnt dann FIFA starten. Ich weiß nicht, ob man da noch was runterladen muss, deswegen schaut nochmal 1-2 Stunden vorher, bevor es EA Access startet, ob man da schon was downloaden kann oder sonst was. Ansonsten Donnerstag um 17 Uhr sollte EA Access starten. Dann hat man 10 Stunden Möglichkeit zu spielen. Ob es jetzt einen Glitch gibt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Müssen wir einfach abwarten. So viel auch dann zum Thema EA Access. Beide Fragen müssten geklärt sein. Dann noch 1-2 kleine Sachen. Dieses Jahr wird es keinen FIFA-Katalog geben. Also keinen Katalog, wo man Münzenboost und so weiter freischalten kann, wie ich mitbekommen habe. Aber dafür gibt es ja diesen Season Pass, wo man auch Münzenboost und so weiter alles bekommen kann. Muss man sich die kaufen im Katalog? Nein, man hat alle haben von Anfang an 100 Transferplätze frei. Das war im letzten FIFA-Teil ein sehr, sehr großes Problem. Sehr viele Nachrichten immer bekommen, ich habe nur 40, 50 Transferplätze frei. Paints, kannst du mir welche schenken? Man konnte ja sie irgendwie so weiterschicken. Aber dieses Jahr hat jeder 100 Transferplätze von Anfang an frei, von FIFA-Release.
Und dann noch, Beispiel auch noch andere kleine Formationen, hat wahrscheinlich auch nicht jeder mitbekommen. Die Prime-Icons sind erstmal nicht zu ziehen in FIFA 20. Also man kann erstmal nur die Baby-Icons ziehen und die mittleren Icons. Damit sind auch die Prime-Icon-Visionen nicht auf dem Markt. EA meint, sie kommen zu einem späteren Zeitpunkt in das Game rein. Wahrscheinlich dann 1, 2, 3 Monate später als SBC kommen sie immer wöchentlich rein, dass EA auch dahingegen SBC-Content hat, dass sie immer jede Woche eine Prime-Icon releasen. Hoffen wir einfach mal nicht, dass so ein Ronaldo-Hullet erst im März oder so kommt, wenn kein Mensch mehr es interessiert gefühlt. Und dadurch werden auch die mittleren Icons sehr teuer werden, weil das halt dann die besten Visionen erstmal auf dem Markt sind, die man haben kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, hyped, das waren jetzt ein paar kleine Informationen, Jungs. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hat euch weitergeholfen. Ich bin raus, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Bis dahin und ciao.